Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Inklusion bedeutet, Barrieren abzubauen, ja, besser noch, sie möglichst gar nicht entstehen zu lassen. Und natürlich gehören dazu auch unterstützende Maßnahmen, die Teilhabe und mehr Selbstbestimmtheit ermöglichen, indem sie persönliche Potenziale identifizieren und auch fördern. Nach intensiver Diagnostik erfolgt die gezielte individuelle Förderung mittels medizinischer Therapie, Physio-, Ergo-, Logotherapie und vieles mehr. Die Palette der Angebote ist hier sehr breit. Und ein geeignetes Instrument hierzu ist, wie die Kollegin Morschweren auch schon gesagt hat, die interdisziplinäre Frühförderung als Komplexleistung für Menschen, für Kinder mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder. Der Umfang und Inhalt der Leistungen zur Früherkennung und Frühförderung sind im Sozialgesetzbuch 9 geregelt. Es ist also eine bundesgesetzliche Regelung, die 2003 geschaffen wurde. Danach muss medizinische Rehabilitation und heilpädagogische Leistung als Komplexleistung erfolgen. Und wie auch schon eben angeführt, wurde bereits 2005 in Nordrhein-Westfalen eine Landesrahmenempfehlung mit dem Ziel, Vertragspartner zusammenzubringen einerseits, aber auch die Komplexleistung eben tatsächlich in einer interdisziplinären Einrichtung zu erbringen, festgeschrieben. Hier wurden Standards zur Leistungsausführung und auch beim Personaleinsatz konkretisiert, wobei wir natürlich auch sehen, dass wir eine Konfliktlösung herbeiführen müssen für die Familien. Wir müssen uns immerhin vorstellen, es ist oftmals eine sehr persönliche Angelegenheit, persönliche Betroffenheit spielt hier eine große Rolle, und das birgt natürlich Konfliktpotenzial, wo verschiedene Systeme aufeinandertreffen. Und insofern ist eine Schiedsstelle sicherlich der richtige Weg oder das richtige Moment, um zu Lösungen solcher Konflikte herbeizuführen. Wir haben eine Studie im Lande erstellen lassen vom Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik, die die Entwicklung der interdisziplinären Frühförderung in Nordrhein-Westfalen untersucht hat. Und diese Studie belegt ganz deutlich die positive Wirkung für die Betroffenen. Vor allen Dingen ist auch deutlich geworden, es gibt keine Versorgungslücken im Land. Gleichwohl ist aber auch deutlich geworden, dass die Strukturen der Leistungserbringung sehr unterschiedlich sind in den Landesteilen. So werden Leistungen der Frühförderung nicht überall als Komplexleistung aus einer Hand angeboten, sondern auch über ärztliche Einzelverordnung bei jeweiligen Spezialisten. Auch fehlen landesweit gültige Standards. Und außerdem ergibt sich auch ein Förderbedarf nicht nur aus der Beeinträchtigung des Kindes, sondern unter Umständen aus der familiären Situation. Wir haben in unserem Antrag da extra auf Kinder gehörloser Eltern hingewiesen, die zum Beispiel eine Frühförderung bei der Sprachentwicklung benötigen können. Nicht unbedingt müssen, aber oftmals ist es halt nötig. Aber auch Eltern wegen kognitiver Beeinträchtigung, die in ihrer Elternschaft assistiert werden, auch deren Kinder brauchen unter Umständen eigene gezielte Förderung, um von Anfang an ihre persönlichen Potenziale uneingeschränkt entwickeln zu können. Mit der Novellierung der Landesempfehlung hat die Landesregierung mit den Beteiligten Standards festgelegt. Es wird für mehr Transparenz gesorgt bei der Fallkostenteilung und auch zu den bisherigen Kostenträgern und Verhandlungspartnern ist noch die Freie Wohlfahrtspflege als Vereinbarungspartnerin hinzugekommen. Wir möchten, dass die Wirkung der Frühförderung alle 3 Jahre überprüft wird. Und wichtig ist auch, dass in Zukunft die Elternberatung mitfinanziert werden soll. Das ergibt einfach die Chance, die Beratung der Eltern der Eltern im Rahmen der Komplexleistung nicht nur rein kindbezogen, sondern familiensystembezogen zu gestalten. Und ein Blick in die Praxis zeigt, dass Frühförderung und alle Maßnahmen, die hierzu dienen, besonders da nachhaltig wirken, wo das familiäre und sonstige Lebensumfeld des Kindes mit einbezogen wird. Im Bereich der Frühförderung ist also einiges im Fluss, und wir möchten daran anknüpfen. Daher befürworten wir den flächendeckenden Ausbau interdisziplinärer Frühfördereinrichtungen.
Denn das wird, wie auch in dieser Studie dargestellt, für die betroffenen Familien eine deutliche Erleichterung darstellen, wenn medizinische und heilpädagogische Diagnostik und Therapie aus einer Hand kommen. Vertrauen, Planungssicherheit und auch Zeitmanagement sind hier wichtige Stichworte. Doppelleistungen und Therapielücken werden vermieden. Ich werde jetzt gleich zum Schluss kommen. Und darüber hinaus zeigt die Studie auch, dass es für die Kommunen im Grunde genommen kostengünstiger ist. Wir wollen auch darauf achten, dass neben den interdisziplinären Frühfördereinrichtungen noch weitere Träger von Bedeutung sind, nämlich Träger, die auch Solitärleistungen anbieten. Daher auch ein Anreizsystem, sowas flächendeckend auszubauen. Zum präventiven Ansatz möchte ich zwei Abschlusssätze sagen. Wir denken, dass es ganz wichtig ist. Frau Kollegin, Sie haben Ihre Redezeit deutlich überschritten. Es ist wichtig, ich habe das auch schon gesagt, Kinder ohne Behinderung in den Fokus zu nehmen, weil einfach das familiäre Umfeld auch eine Rolle spielt. Wir werden diesen Antrag im Ausschuss gemeinsam diskutieren und ich hoffe auf eine gute Beratung. Ziehen das Wort. Das ist nicht möglich, was Sie hier machen. Dass Sie